Na So, dann. mit ihm reden. Hier ist noch was. Meine Güte, bla bla bla, Papier. Okay. Er hat ein Rätsel! Ja. Wer hätte das nur gedacht? Story-Rätsel. Entschuldigen Sie, sind Sie der Chefredakteur? Ja, das bin ich. Nein. Ja. Weiß ich nicht, ja. Wie soll ich den... Ja, also hat sie ein bisschen Aufwand. Ja, das bin ich. Kay Thickman. Zu Ihren Diensten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Oh nein, sagen Sie nichts. Sie müssen von der Detektei Layton sein. Gut. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ja, hallo, Mr. Thickman. Thickman? Ja, also das... Also ich kann ja heute auch irgendwie das TH nicht aussprechen. Thickman. Also ich werde es wie ein F aussprechen. Yeah. Okay, weiter. Text. Danke, dass ich unterstützt werde. Ja, Leute haben mich und Mark geschippt. Ja. Ich bin Katria Lake. Das ist mein Assistent Ernest Drorick. Drorick würde ich es lieber. Ja, ich würde es lieber so aussprechen, weil das ist traurig, wie ja, er. Ja, ich weiß. Und mein treuer, vierbeiniger Gefährte, Sher. Sie sind also Catriel. Haha, sehr gut. Ihr Name ist derzeit in aller Munde. Aber ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie so eine junge und attraktive Frau sind. Schleimer. Nicht so wie Ihr Vater. Der ist keine junge, attraktive Frau. Oh, ja. So wie Emmy damals halt. Das sagen die Leute gerne über mich. Vor allem in den Outfits, die ich trage. Schon recht, Kat. Bescheidenheit ist eine Zier. Und, und das ist nicht das Einzige, was die Leute über sie sagen. Anscheinend können sie jedes Rätsel lösen. Deshalb habe ich da auch gleich ein kleines Appetithäppchen für ihre grauen Zellen vorbereitet. Weshalb, wollen Sie es mal versuchen? Wollen Sie? Es ist nur ein Rätsel. Sagen Sie schon ja. Ja, ich will! Okay, 84, die Form der Liebe. Oh. Moment, das ist ein Slogan? Hä? Das ist ein Slogan von einem... die Firma heißt Schwarz und hat den Slogan die Form der Liebe und macht Schmuck. Ohne Quatsch. Okay. Diese, während meiner Arbeit als Steuerheini habe ich öfter mal Rechnungen von denen gesehen. Ist das dann sozusagen eine Urheberrechtsverletzung, wenn man diesen Slogan... Nein, bestimmt nicht. Oder gibt es das als geflügelten Ausdruck, als Phrase? Die können den ja nicht als, bestimmt jetzt als Phrase und die können den ja nicht patentieren oder sonst irgendwas. Weiß ich ja nicht, ob es so eine Phrase ist, also dass man Schmuck als Form der Liebe bezeichnet. Okay, sein. Der Nachfolger des Bestellers, die Form der Liebe... Bestellers? Bestseller ist gerade erschienen. Wenn das Titelbild auf eine bestimmte Weise angeordnet wird... bildet es den Titel des Buches ab. Welches der fünf Bilder ziert dieses Buch? Hä? Moment. Der Nachfolger des Bestsellers Die Form der Liebe. Oh, das ist bestimmt was mit einem Herz. Aber welches ist das? Es ist sehr einfach. Ja, aber warte mal, also... Es muss ein Herzball rauskommen, oder wie? Wenn du halt die Abbildung so... Also das Cover so... zerschnippelst? Man muss es zerschnippeln? Na, guck mal, wenn das Titelbild auf eine bestimmte Weise angeordnet wird. Ah. Ja, ich brauche nur noch 3 zum Ausgleich. Also ich würde auch sagen, es ist einfach mal das hier. Weil da sind ja diese... Ja. Diese Helgen... Ja, ich hätte das auch so als erstes irgendwie gedacht. Ach nee, das... ich habe nur sofort gesehen, da ist ein Herz. Ich bin wohl nicht so gut in Sachen Liebe wie du. Ja. Oh.
Nein. Ah, nein. Ja, wenn man ja, die Bücher eben. Übereinander... Ja, klar. Ja. Also muss man sozusagen mindestens 4 von denen kaufen, um ein Herz zu bekommen. Das ist schlau. Also so aus marktwirtschaftlicher Sicht. Aber es ist auch einfach schön zum Präsentieren und so. Mhm. Was passiert eigentlich, wenn ich das ein bisschen runter mache? Ich sitze dann höher. Aber der Rest bewegt sich nicht. Das ja. ist toll. Nee, okay. Ich bin einfach nur ein bisschen kitschiger als Exido. Gar nicht wahr. Natürlich bin ich kitschig. Wart mal ab, bis wir unseren Jahrestag haben. Dann wirst du sehen, wie kitschig ich bin. Oh, jetzt freue ich mich. Okay. Herz allerliebst, wenn man 4 Bücher an den Ecken aneinander reiht, entsteht ein Herz. Wenn das mal nicht die Form der Liebe ist. Ja, eben. Ja, denn es ist nicht so wirklich die Form eines Körperteils, ja, eben. Es, was pumpt. Ja, und ich habe halt sofort gedacht bei Form der Liebe, okay, ich muss irgendwo ein Herz finden, okay, ich muss irgendwo ein Herz finden. Du hast 60 Rätsel gelöst, du kriegst ein Interieur-Ticket. Was würde man nochmal mit denen machen? Ach, Möbel kaufen, genau. Übrigens, ich habe rausgefunden, warum es noch extra Rätsel gibt. Man kriegt für jedes Teil an Klamotten, das man kauft, ein Rätsel. Man kriegt aber immer für jedes Klamottenstück ein anderes, als wenn man ein anderes Klamottenstück kaufen würde. Ja, aber wann... Das heißt, wir müssen die gleichen Sachen kaufen, Dann kaufst du das nächste Mal Outfits, die ich gekauft habe, und ich kaufe Outfits, die du gekauft hast. Ja. Weil bis jetzt habe ich mich so da so gemacht, dass ich mich nicht halt so anziehe wie du. Hm. Hier, du hast ein neues Rezept erhalten. Pekingente. Weißt du, ich kann mich gerade an so eine Kindheitserinnerung erinnern. Pekingente. Ich weiß gar nicht, ob ich mal irgendwann eine gegessen habe oder so, aber... Weißt du, ich war mal bei meiner Oma in Halle, Leipzig, die Gegend. Oh, lecker. Ich und meine Mutter letztens gekocht. Ente mit Pastinaken, Kartoffelstampf und bunten Karotten in Thymian und Honig. War sehr, sehr lecker. Ich esse sehr gerne. Tun wir das nicht alle irgendwie? Ja, Pekingente. Genau, nee, Pekingente. Und zwar, ich war da halt mal und wir sind da irgendwo langgelaufen und dann auf einmal fiel das Wort Pekingente und ich weiß nicht wieso. Vielleicht einfach, weil ich so jung war und es vorher nie gehört habe. Ich bin da übelst in einen Lachflash verfallen. Nur wegen des Wortes Pekingente, obwohl das eigentlich jetzt so gar nicht lustig ist. Aber Tintenfisch ist auch sehr lecker, das stimmt. Oh ja. Brillant. Ich habe 3 Tage und Nächte erfolglos versucht, das zu lösen. Also wirklich, das war ja wohl voll. Nun, jedes Rätsel hat eine Lösung, Mr. Thickman. Oder Thickman. Ich finde, wir sollten das jetzt von so an einfach so weitermachen. Ich hoffe, der Name kommt noch ab und zu. Sie sind halt echt ein Idiot, dieses Rätsel nicht gelöst haben zu können. Genau wie alle Geheimnisse sich aufklären. Nun, damit ist es entschieden. Sie sind die richtige Frau für den Auftrag. Sie werden das Rätsel für mich lösen. Werden Sie uns nun verraten, warum Sie uns gebeten haben, hierher zu kommen, Mr. Thickman? Ja, natürlich. Da Sie auch in London leben, bin ich mir sicher, dass Sie den folgenden Namen schon einmal gehört haben. Professor Layton, die Muckimaus der Gerechtigkeit, Redman. AFK 16. Was? Nein, das heißt FSK. Ja, wahrscheinlich. AFK 16. Was ist denn das? Dass man 16 Minuten lang von der Tastatur weg ist? So, weiter. Ja. Und genau dieser Person sollen sie nachgehen. Redman Returns. Ja, keine Anspielung auf einen Filmtitel. Nein. Niemals. Manche sollen ja meinen, der Film war besser als die Dark Knight-Reihe. Was? Oder eher schlechter. Ja. Also die meisten sagen wahrscheinlich schlechter, aber es gibt bestimmt welche, die auch den besser fanden als die Dark Knight-Reihe. Ja, trotzdem.
Ja, Redman. Er tauchte vor gar nicht allzu langer Zeit in den Nachrichten auf, oder? Der rätselhafte Superheld von London. In London gibt es Superhelden? Unerhört! Oh, Redman ist wirklich fabelhaft, Sherl. Einfach fabelhaft. Ich bin ein Riesenfan von diesem Regisseur. Wie hieß er nochmal? Director. Das sind wir beide. Die Mickey Maus der Gerechtigkeit. Mucki Maus der Gerechtigkeit. Allein bei dem Titel schlägt einem das Herz schon schneller, oder nicht? Woher wusste ich nur, dass ihr beide euch blendend verstehen würdet? Nun, wie ich schon sagte, habe ich von Redman gehört. Aber viel weiß ich eigentlich nicht über ihn. Redman und Bobbin. Oh, ah, lassen Sie uns bitte ein paar Fälle lösen. Nein. Mir ist langweilig. Redman und Mouseboy. Mouseboy. Mousepad. Nein, was? Hast du das? Noch nicht. Doch, das habe ich schon gesagt. Okay. Oh, ich kann Ihnen alles erzählen, was Sie wissen müssen. Er ist ein Held, der den Verbrechern auf unseren Straßen eine ordentliche Portion seiner Form von Gerechtigkeit serviert. Und übrigens, Sword Art Online habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ist, glaube ich, nichts, was du verpassen würdest. Also ich weiß, dass es... ich habe ein paar Szenen gesehen, die sehr romantisch waren, aber sonst... Also ich habe gehört, der Anime soll sehr harem-mäßig sein. Okay, das weiß ich nicht. Ich habe noch nie gesehen. Vor etwa einem Jahr erreichten uns erste Berichte über sein Erscheinen. Schon beim kleinsten Hilfeflüstern taucht Redman wie aus dem Nichts auf. Also sagen wir es mal so, manipuliert? Ja, wahrscheinlich hat er extra diese Verbrechen organisiert, damit er sofort an der Stelle ist. Boah. Bett ich. Krass. Möglich ist es. Dann haben wir den Fall jetzt gelöst. So. Nee, was ich sagen wollte, und zwar, es ist irgendwie so, es gibt einen Hauptcharakter und der andere männliche Charakter, der überhaupt noch vorkommt, ist ziemlich dazu da, um ihn besser aussehen zu lassen noch. Okay. Also ansonsten gibt's dafür, weiß ich nicht. Ja. Wieder haufenweise also hübsche Mädels. Es gibt auf jeden Fall bessere Animes. Ja. Okay. Schon beim kleinsten Hilfeflüstern taucht Redman wie aus dem Nichts auf, macht Kleinholz aus den Schurken und flitzt wieder in die Nacht hinaus. Niemand kennt seine wahre Identität, denn er ist immer als Ratte verkleidet. Was ist denn das für ein lächerliches Outfit? Wahrscheinlich, weil er aussieht wie eine Ratte. Was ist denn bitteschön eine Fledermaus? Ist auch eine Art von Ratte. Nein. Flederratte. Es ist ein Flughund. Ah, es ist ein Hund. Okay. Ja, stimmt. Na, auf jeden Fall, warte mal. Ah, weißt du, wie Batman in Schweden hieß, bevor man ihn, glaube ich, auch mal Batman dort genannt hat? Ja. War, glaube ich, sogar in... War es in Schweden? Auf jeden Fall irgendwo, da heißt er Lederlappen. Ja, weil das eigentlich einfach bloß deren Wort für Fledermaus ist. Und die haben das so, haben den einfach nur Fledermaus genannt. Okay. Lederlappe. Lederlappen! Nein. Aber Kira wusste es wahrscheinlich sogar, ja, weil es so früh kam. Also, okay. Es ist eine Sensation. Er ist eine Sensation. Er ist wunderbar. Er ist alles, was ein Superheld sein sollte. Redman Forever. Dass er seine Identität geheim hält, macht ihn so unglaublich mysteriös, oder? Sowas von faszinierend und so viel Style. Ugh. Wie soll denn all das zu jemandem passen, der sich als Ratte verkleidet? Dankeschön, Chad. Frag ich mich aus. Das Problem ist nur, dass er verschwunden ist. Es gab jetzt schon seit 3 Monaten keine Sichtungen mehr. Ja, mir war auch aufgefallen, dass es in letzter Zeit keine Artikel mehr über ihn gab. Ja, der Comiczeichner von Redman ist einfach bloß krank geworden. Ja. Ist alles nur ein Comic gewesen, gar keine echten Nachrichten. Nein. Ich fragte mich sogar schon, warum. Uns ging es genauso und hier bei der London Times sind wir dem auch bereits nachgegangen. Das können Sie mir glauben. Doch auch weiterhin bleibt die Mucki Maus ein einziges Geheimnis. Niemand weiß, wo sie hin ist oder warum sie verschwunden ist. Aber wir wissen schon die wahre Identität, wie er aussieht. Oh nö. Na, weil das ja im Fall ist. Hä? Im Fallbild. War ja ein Gesicht. Ach so? Na, wo wir den Fall ausgewählt haben, war doch das Gesicht, wo wir gesagt haben, oh, der sieht
total unsympathisch aus. Ach so, oh. Der schon ein bisschen aussah, wenn ich. Aber ich dachte, vielleicht ist es ja auch der Typ hier. Kann sein, aber. Nein, eigentlich eher nicht. Nee. Und jetzt soll ich in dieser Sache ermitteln?